Oh mein Gott, im letzten Part ist da ja schon einiges passiert in The Legend of Zelda, The Minish Cap und... Naja, wir haben einiges über Fati und Ezzelo erfahren. Und zwar war Ezzelo anscheinend Schüler von... Nee, Quatsch, andersrum. Fati war Schüler von Ezzelo und hat ihn hintergangen. Er hat diese... Ich weiß nicht, was war das für eine Mütze? Das war so eine Boshaftigkeits-Zauberer-Mütze. Und damit wurde er zum Hexenmeister und... konnte halt irgendwelche Zaubersprüche... Oh, okay. Zaubersprüche machen und... Ja, die nutzt er jetzt auch, um an das Force zu gelangen. Das Force will Fati dazu nutzen, um uneingeschränkte Zauberkraft zu erlangen und damit im Grunde Hyrule zu unterjochen. Dann wollen wir natürlich alles aufhalten und somit sind wir jetzt nur dazu gezwungen, die letzten beiden Fragmente zu finden und das Schwert zu vollenden. Denn das wurde ja beim letzten Mal auch noch zusammengeschmiedet, ne, vom Melter. Jetzt habe ich mir den Namen gemerkt, obwohl es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr wichtig ist. Er hat das Schwert zusammengeschmiedet und ja, gut, jetzt ist alles wieder... Das Schwert wird wahrscheinlich stärker sein als das normale, das wir vorher hatten. Das von unserem Großvater, vom... Wie hieß der? Onkel Alberich. Der Onkel, der eigentlich ein Opa ist, ne? Klar. So. Ich habe mir nur eben mal ein Herzteil geholt dort oben, denn bei der Suche nach dem richtigen Weg ist mir so aufgefallen, oh, das ist ein Herzteil. So. Aber dort geht es tatsächlich nicht weiter. Ezzelo hat irgendwie gemeint, wenn ich mir anschaue, was er sagt, ja, komm. Jetzt fehlen nur noch zwei Elemente. Der Minish-Älteste im Wald hat sie auf der Karte eingezeichnet. Sollen wir noch einmal nachschauen? Wenn ich mich recht erinnere, müsste eines hinter der Geheimwelt von Tabana im Westen sein. Ja, und das ist schon so eine Anspielung darauf, dass wir in den Westen müssen. Und eben nicht nach Osten zu dem See. Wahrscheinlich See. Es kann natürlich auch sein, dass das hier im Osten der See ist, aber das würde keinen Sinn ergeben, denn das Wasserelement, das ist ja im Grunde im Osten, nicht im Westen. So. Und ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass hier irgendwo... Ich bin doch falsch, oder? Nee, wir müssen dahin, wo der Deku-Händler war. Wo der Deku-Händler war, der uns die Flasche gegeben hat, denn... Ich meine, da gibt's auch so eine Platte... Da wäre eine Platte gewesen, die wir mit unserem Doppellink holen können. Denn das heilige Schwert kann uns ja verdoppeln. Meine Güte. Wer eine kurze Zusammenfassung will, der sollte sich die letzten 20 Minuten anschauen, genau. Nee. Also, ist auf jeden Fall viel passiert beim letzten Mal. So, das war doch hier. Und dann können wir nämlich diese Plattform nutzen, um... Ah, okay. Wegzuschieben, nicht hochzuheben. Gut, ist hier noch was? Wir können ja jetzt auch Steine zerschlagen. Es ist so viel passiert beim letzten Mal. Storymäßig und... Und, ja, wobei nicht altermäßig, aber technikmäßig. Technik im Sinne von, wir haben die neue Schwerttechnik, wir haben das neue Schwert, wir haben die Verdopplungskunst. So, und wir wissen mehr über Fati. Also das ist alles schon, das war schon eine richtige Bombe, die beim letzten Mal geplatzt ist. Ja, da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Und hier sind auch noch viel mehr von Fatis Lakaien zu finden. Die uns ja auch beim letzten Mal bedroht haben. Also das ist... Man merkt einfach, wie viel hier alles gleich gehalten ist. Kann ich immer noch keinen dieser Fragmente vereinen? Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll. Der Typ meinte ja letztens, oh, muss er auf L drücken. Ist aber nicht so gewesen. Habe ich auf L gedrückt, passiert nichts. Okay, wer bist du? Guten Tag, ich bin Poemun. Poemun. Dichter von Hyrule. Du bist Link, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Siegel nach... ein ganzes hätte ich gern. Mhm. Mach du mal weiter. Okay, da sollten wir vielleicht auch mal irgendwie im Hotel nachschauen. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt Hyrule ein Hotel hat.
wusste ich so an sich nicht. Gut, dann könnten wir hier einfach mal den Weg aufmachen, damit wir nicht so weit laufen müssen. So, der Weg ist nicht mehr versperrt. Was willst du jetzt dazu sagen? Das Hotel ist offen. Vielleicht können wir jetzt ihn jetzt irgendwie nochmal ansprechen. Der Heimweg ist mir versperrt. Außerdem ist ein hübsches Fragment... Ja, okay, dann müssen wir halt erstmal das Fragment suchen. Ich denke mal, da ist er eher dran interessiert als an den Weg. So. Ach, westliches Wäldchen. Was ist Etzelo? Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Nee, ne? Alter, jetzt nerv doch nicht. Vor allem so ein Cut einfach mal mittendrin. Nanu, wer bist du? Du bist Fati! Wie bist du hierher gelangt? Ja, man sieht's. Ach, was tust du da? Okay. scheint alles normal zu sein. Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen. Ihr alle wisst von dem Force, das uns die Minish übertragen haben. Ja, genau, grenzenlose Zauberkraft. Force, auch das goldene Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf und sucht das Force. Trödelt nicht lange herum. Los, sucht das Force. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel. Ich hoffe, die haben wir jetzt nicht als Feind, die Wachen. Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Ja. Also geht es hier lang, aber da drüben war doch noch so eine Brücke, oder? In der Hochebene. Da wollen wir auch nochmal nachschauen. Hier so. Ah nee, das war keine Brücke. Mach ich da jetzt... Ich bin doch bescheuert, ey. Die Brücken sind da oben. Okay. Dann müssen wir nach unten. Ja, okay. Ganz schlimme Sachen passieren hier. Vor allem einfach so ein Jump-Cut, weißt du? Man wird einfach so in ein weiteres Geschehen... Hallo? ...geschmissen. Und das ist doch schon ein bisschen komisch. Ah, du Spinner. Klaut mir alle meine Rubine. Und dabei haben wir nicht so viele. Aber... uns wird wenigstens angezeigt, dass wir die große Geldbörse haben, indem uns diese blaue Rubinanzeige angezeigt wird. Boah, wir haben bisher so schon so viele... Dieser... Ja, ein 20er, den können wir gebrauchen. Solcher Gebüsche gefunden und die können wir einfach nicht öffnen. Da brauchen wir halt diese Fragmente für. Au. Einfach ein bisschen seitlich gehen. Da drüben kommen wir nicht rein. An die Truhe. Da ist ja vielleicht sogar das Fragment, das der Typ sucht, der Dichter da. Geheime Welt von Tabana. Tabanta. Das ist also die heilige... die Welt von Tabanta. Habe ich gerade Heilige gesagt? Was für ein feuchter und sumpfiger Ort. Aber da hinten finden wir das Element. Steh hier nicht so rum. Los, Link. Vorwärts, weiter geht's. Dass die immer so meckern müssen. Dass die immer meinen, ja, komm, beeil dich. Aber selbst keinen Schritt laufen, ne? Die Frage ist halt, können wir in den Sumpf rein? Ja. Link kann nicht schwimmen, aber er kann... er kann versinken. Puh, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen wohl etwas anderes finden. Oder uns etwas anderes einfallen lassen. Können wir... Nee, bis dahin kommen wir nicht. Da muss man kurz überlegen. Haben wir ein Item? Vielleicht den Wirbelstab? Hier irgendwie einen Weg freimachen? Okay. Also alles ergibt hier irgendwie keinen Sinn. Egal, was ich jetzt hier machen würde, egal, welches Item ich hier nutzen würde, es macht alles irgendwie
gar keinen Sinn. Und wieso... Keine Ahnung. Versinkt er im Gras. Hm, der Karte zufolge befindet sich das Element hinter hier. Also, hinter der geheimen Welt von Tabanta. Sie liegt im Südwesten von Hyrule. Ja, ich bin doch hier. So, wenn ich mir die Karte anschaue... Das können wir ja jetzt. Sehen wir einfach mal, dass wir hier überhaupt nicht weiterkommen. Logisch wäre es irgendwie nach Norden. Also irgendwie diese Dinger da loswerden. Aber das ist doch ein bisschen... Brauchen wir ein Item? Ich probiere mal die Bomben darüber zu... Nein. Darüber zu schmeißen, aber die versinken ja nur. Ha. Ist ja auch sehr toll. Okay, ich dachte schon, ich würde mich da nicht dran verletzen. Das ist jetzt aber schon ein bisschen... komisch. Es muss da weitergehen. Woanders kann ich es mir nicht vorstellen. Was eigentlich, wenn das Ding voll ist? Da kommt doch keine Riesenwirbelattacke oder sonst was. Ich schieße hier einfach mal ein bisschen mit diesem Wirbelstab rum. Vielleicht treffen wir ja etwas. Ja, das macht alles keinen Sinn hier. Können wir vielleicht hier den Baumstamm umdrehen? Uns versperrt hier auch alles den Weg. Okay. Was steht denn auf dem Schild? Pegasus-Stiefel nicht vergessen, okay. Normalerweise müsste man mit denen rennen können. So war es jedenfalls in der Link to the Past, aber... Naja, ob man hier wirklich auch rennen kann, das wage ich zu bezweifeln, denn... Das Rollen an sich ist schon sehr schnell. Ja, okay, so schnell. Nicht schnell genug, dass ich es die ganze Zeit nutze. So, nein, vielleicht ist es... Vielleicht finden wir die ja hier. Bei dem Minish. Der hier wohnt. Was ist denn? Gibst du mir Stiefel? Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Brauchst du vielleicht Wasser? Außerdem sehe ich hier keine Bohnen. Ist das vielleicht der falsche Text? Keine Ahnung. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Warte mal, da will ich mal kurz nachschauen. Ob das jetzt die Bohne ist, von der er redet. Ins Gras könnten wir wahrscheinlich nicht. Ja, ich hole jetzt erstmal Wasser. Vielleicht wird das jetzt benötigt. Weil wenn er schon hier von Bohnen redet, dann wird es wahrscheinlich auch wieder was mit diesem Wasser zu tun haben. Ach komm. Jetzt sogar mit Pfeil und Bogen, ihr Spinner. Das ist auch irgendwas. Ja, ich will mir hier nicht so alles merken müssen, wo hier irgendwas versteckt ist, weil... Das ist ja doch schon eine sehr große Welt. Haben wir vielleicht hier irgendwo... Da ist eine Stelle mit Wasser gewesen. Es war einfach nur eine Stelle, um Wasser zu holen. Hier. Das werden wir vielleicht auch mal nutzen. Einmal kurz die Fee freilassen. So. Die werden wir dann nutzen. Oder die Flasche, oder das Wasser in der Flasche werden wir nutzen, um diese Bohne... zum Wachsen zu bringen. Da hoffen wir mal, dass irgendwas passiert oder dass es überhaupt die Lösung ist. Es kann natürlich auch sein, dass wir in dieses Haus hier müssen. Was natürlich auch nicht falsch wäre. Oder ja, was nicht unlogisch wäre. Okay. Okay. Sprechen wir ihn nochmal an. Ey, das ist aber auch ein Drecksack, ne? Wo hast du bitte schön neben deinem Haus eine Bohne? Wo? Das sieht hier nicht aus wie eine Bohne. Möchte ich mal so anmerken. Nee. Und es ergibt mehr Sinn, da Wasser, so ganze Wassermassen drüber zu kippen, als kleiner Link da so ein kleines bisschen Wasser.
Nee, nee, mit euch habe ich genug Bekanntschaft geschlossen. Komme nicht vorbei. Ich hole mir nochmal Wasser und versuche das dann nochmal als kleiner Link. Aber das kann ja eigentlich noch viel weniger die Lösung sein. Niau, 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 niau. Zack. Ein bisschen Wasser geholt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwas mit diesem Wasser hier zu tun hat. Aber, Herr, ich meine, die Stelle wäre da nicht umsonst. Und diese ganzen Baumstämme, die hier den Weg versperren, sind natürlich auch nicht umsonst da. Vielleicht werden wir sie irgendwie mal verbrennen müssen. Oder sonstiges. So. Okay, hier können wir sie sogar nicht nutzen. Vielleicht müssen wir den mit einer Wasserflasche ansprechen, hä? Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt. Aber sie wächst nicht. Du bist ja auch sicher neben deinem Haus. Ist das hier überhaupt dein Haus? Bist du hier nur zu Gast oder... Keine Ahnung. Oder müssen wir dort eine Bohne einpflanzen? Was jetzt echt kacke wäre, wenn ich jetzt hier irgendwo in der Pampa eine Bohne finden müsste. Das würde schon ein bisschen... Das wäre schon ein bisschen kacke, ne? Gut. Ich denke, der Part, der ist sehr lang und sehr unnötig. Hier passiert ja doch relativ wenig. Okay, hier gibt es einen Ton. Was ist hier? Vor allem, wo kriegen wir die Stiefel denn her? Keine Ahnung. Mit denen werden wir vielleicht sogar übers Wasser kommen. Hier. Nee. Select. Hm, der Karte zufolge. Ja, gemeinsam. Den Sumpf in der Welt von Tabanta kann man nicht zu Fuß überqueren. Was machen wir nur? Ja, das ist ja halt die Frage. Irgendwie muss ich halt an diese Stiefel kommen. Meine Güte. Versteht er auch nicht, ne? Was ist hier in der Stadt los? Das Forst soll etwas sein, das alle Wünsche erfüllt. Der König will es bestimmt für seinen Frieden einsetzen. Ja. Nur leider ist es nicht der König. Für den du ihn hältst. Okay, was haben wir hier? Eine ausgeräumte Truhe und das waren wir nicht selbst. Noch eine. Ist schon sehr interessant. Dass es Leute gibt, die Truhen ausräumen und, ja, wir davon nichts mitbekommen. Hier sind ja die ganzen Kinder. Noch ein Glücksfragment, aber das bringt mir einen Scheißdreck. Was ist mit dir los? Hast du schon von dem Forst gehört? Dem Schatz, der alle Wünsche erfüllt? Der König soll ganz verrückt danach sein. Früher war er nicht so gierig. Er ist wie ausgewechselt. Vielleicht sollen wir uns erstmal zum... Ui! Vielleicht sollen wir uns erstmal zum... Ja, zum Schloss aufmachen. Wir sollen ja erstmal hier die Veränderung mitbekommen und dann... Oh, guck mal, hier können wir auch was auf... Können wir auch das Ding aufmachen? Oh, schon wieder so einmal. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn diese Tafel explodiert. Das habe ich auch vorher noch nicht gesehen. So, müssen wir jetzt erstmal dem König ein paar... Hey, ich weiß auch nicht. Ich meine, das ist ja schon sehr auffällig, dass der jetzt gerade das Force will. Link weiß ja theoretisch noch nichts davon. Okay, jetzt wird uns auch noch der Weg versperrt. Auf Befehl des Königs darf niemand hier durchgelassen werden. Also, geh nach Hause. Aber hier ist noch was frei. Hier könnte man sich theoretisch klein machen. Man muss sich doch hier irgendwo klein machen können. Ah, guck mal hier. Ein geheimer Durchgang. Okay. Ja, ganz normale Hausmusik in der Höhle. Noch ein Schwertmeister? Ich bin Maximus, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Aber es ist viel zu dunkel hier, also können wir nicht trainieren. Aber das Herzteil kann ich mir nehmen.
ist auch schon mal sehr gut. Ey, ich muss mir das aufschreiben. Gut, das hätten wir schon mal. Müssen wir uns merken, falls wir irgendwie eine Lampe bekommen oder so, dass wir da irgendwie mal eine Schwertkunst erlernen. Aber gibt es hier wirklich nichts zum Verkleinern? Können wir uns da irgendwie... Aber das glänzt doch nicht umsonst. Das glänzt doch nicht umsonst. Das ist ein Loch. Ich kann mir vorstellen, dass man aus diesem Loch rauskommt, dann durch das Gebüsch geht und dann dort wieder reingeht, aber das ist halt auch ein bisschen komisch, wie man hier jetzt weitergehen soll. Es muss sich doch eigentlich... Die Lösung muss sich doch eigentlich irgendwo in der Stadt befinden. Ich bin mir sicher, einer von denen weiß, wir gehen mal in die Bar, ne? Um so ein bisschen davon mitzubekommen, was eigentlich Sache ist, denn die Leute in dieser Bar, die helfen uns eigentlich viel mehr weiter als dieser Ezzelo. Der ja eigentlich hier helfen soll. Oh, gut, stell dich mir in den Weg. Lauf doch! So. Dann wollen wir mal gucken. Du hier vielleicht, ne? Einmal kurz anschießen. Ein Moment der Ruhe. Okay, das hat er schon gesagt. Du vielleicht? Der König hat Soldaten befohlen, das Force zu suchen. Das Force erfüllt alle Wünsche, heißt es. Aber ich glaube nicht daran. Was, du vielleicht? Okay, du warst nur... Hier sagt echt niemand etwas Brauchbares. Nö. Du da oben, kann ich mit dir reden? Alle entspannen sich, das ist so gut. Ein Ort der Entspannung und der Erholung, so muss ein Café sein. Gut, zum nächsten Part werde ich mir mal anschauen, wo wir diese Stiefel herbekommen, weil es kann jetzt nicht sein, dass wir hier die ganze Stadt absuchen müssen. Nach diesem Kack. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.